Hallo, kennt ihr den Zusammenhang zwischen Liebe, Fahrradfahren und Bruchrechnen? Gestern habe ich einen Fahrradfahrer umarmt. Danach konnte er alle Brüche zählen. Weg vom Fahrrad zum Auto. Letzte Woche bin ich mit meiner Freundin mit einer Limo gefahren. Da wollte sie plötzlich auch einen Schluck abhaben. Jetzt will sie nicht mehr mit mir schlafen. Sie kommt vom Niederrhein. Auch meine Geliebte ist nicht so zufrieden mit mir, wegen der Zigarette dabei. Aber mit ihrer Schwester klappt es ganz gut. Ja, die Mutter ist leider im Urlaub. Und die Nachbarin sah nackt nicht so gut aus. Es wird ihr jetzt drüber nachgedacht, Tiergärten nur für Frauen zu eröffnen. Unter dem Namen Zoo Unlogischer Garten. Noch eine Nachricht an alle Berlin-Besucher. Bitte geht nicht zum Alex. Der ist schwul. Letzte Woche ist in Italien einer meiner besten Freunde verstorben. Er ist vom schiefen Turm von Pisa gefallen. Ich frage mich, wo war der Papst? Apropos Papst, Poldi ist neulich aus Rom zurückzukommen und man fragte ihn, ob er den Papst besucht hat. Er sagte, wen? Poldi, den Papst. Kenn ich nicht. Poldi, das ist einer der berühmtesten Männer Roms. Kann nicht sein. Ich kenne alle Spieler vom AS Rom. Poldi, der lebt im Vatikan. Ach, das heißt Vatikan. Ich habe mich immer gewundert, warum da überall Schilder mit Vatikan stand. Ich dachte, das hätte irgendwie noch was mit Viagra zu tun oder so. Poldi will ja jetzt sein Geld in eine neue Teemarke investieren, in die Vatikanne. Er traf eine ostfriesische Unternehmerin und sagte, was die kann, kann ich auch. Bye bye, Stefan B.